Hallo, ich war in den letzten 2 Wochen ein bisschen shoppen und habe Naturkosmetik gekauft und sonstige Produkte, die ich halt verwenden möchte bzw. weiterschenken werde, weil ich ein bisschen unterwegs sein werde. Und das hier ist zum Beispiel vom Müller was. Und da war ich in der Naturkosmetikabteilung. Die haben das, glaube ich, in jedem Geschäft ein bisschen anders. Ich hatte zuerst das Gefühl, dass sie das immer gleich sortieren, aber das tun sie nicht. Und in bestimmten Müller-Filialen gibt es halt wirklich eine große, also groß, für mich ist das halt eine große Abteilung, wo halt wirklich nur Naturkosmetik ist. Von der günstigen Naturkosmetik bis hin zu 150 oder nein, 125 € war eine Creme, die ich gesehen habe. Ja, es gibt dort natürlich sehr, sehr Und viel. Die habe ich von Baby Bee, also von Burt's Bees, aber hier die Baby Bee Schiene, habe ich diese Creme gekauft. Zuerst habe ich nicht gesehen, dass es eigentlich die Babyserie ist, also für die Babypflege. Aber ich habe die eben ein bisschen getestet und gesehen, dass sie wirklich bei ganz rauen Stellen, also sie zieht nicht wirklich ein. Das ist so eine Creme, die man drauf gibt, aber wirklich pflegend ist. Das heißt, die ist nicht dafür gedacht, dass man sie als Bodylotion verwendet, würde ich mal sagen, oder sowas. Also eigentlich ist es eine Mehrzwecksalbe, mineralölfrei. Ich finde, gerade die Babygeschichten sollten ein bisschen natürlicher sein, deswegen habe ich das auch gekauft. Sie ist wirklich reichhaltig. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr gut geeignet ist für Ellbogen, für trockene Stellen an Ellbogen oder für die Knie, vielleicht auch für die Füße, also eher so wirklich Mehrzweck, alles was irgendwie gereizt ist. Hier steht nicht viel drauf, es stehen halt nur die Inhaltsstoffe. Auch Kokosnussöl ist dabei, Bienenwachs natürlich und viele andere Sachen, die halt, also Jojoba-Butter, ja, also alles Mögliche. Dann komme ich zum nächsten Produkt, das hier ist von Nivea. Okay, jetzt wird das durcheinander sein. Das, was ich in der Hand habe, zeige ich euch einfach. Das ist das Dry Comfort Deo. Es gibt kein Deo, das irgendwie an das herankommt. Ich persönlich bin mit dem sehr zufrieden und deswegen kaufe ich das immer wieder nach. Und bin zwar grundsätzlich auf der Suche nach anderen Sachen, die vielleicht ein bisschen natürlicher werden, aber ich finde, das funktioniert sehr gut. Und gerade bei einem Deo, da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das gefunden habe, was gut funktioniert. Und deswegen möchte ich da nicht so ja, davon abweichen. Das ist von Lavera, das Shampoo Feuchtigkeit und Aufbau mit Bio-Reis und Bio-Hafer. Noch nie verwendet, keine Ahnung, wie das ist. Ja, aber mal sehen. 100% zertifizierte Naturkosmetik, wie immer steht das bei Lavera drauf. Frei von Konservierungsstoffen, frei von Silikonen, Paraffinen und Mineralöl. Also hoffe ich mal, dass dieses Shampoo gut ist. Ich habe dann noch was gekauft, genau, also so ein Handgel mit Desinfektion. Ich finde, sowas kann man immer dabei haben. Ich bin grundsätzlich nicht jemand, der sowas immer dabei hat, aber gerade irgendwie im Sommer habe ich das Gefühl, braucht man sowas dann doch ab und zu. Und wenn die Hände dann kleben, zum Beispiel vor Bewerbungsgesprächen oder sowas, ist das auch gut, wenn man das dabei hat. Man weiß ja nie, wie sich die Hände anfühlen. Es gibt Handcremen, die irgendwie dazu führen, dass die Hände ein bisschen kleben. Deswegen. Das wäre es einmal von dieser Seite. Hier habe ich aber noch ein paar Sachen. Es raschelt jetzt kurz. So, von Müller war es das jetzt doch alles. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr gekauft. Aber egal, jetzt komme ich zum nächsten Produkt. Und zwar, das ist von Kiko. Dieser Nagellack, beziehungsweise noch 3 weitere. Ich habe das Video, das von letzter Woche zeigt, wie ich das hier auftrage. Also ich kann jetzt aber nur zu dem hier sagen, wie das ist. Das hält bis jetzt sehr gut. Ich muss sagen, von der Haltbarkeit ist es wirklich gut. Ich hätte eben warten müssen wegen der Bläschen, die da entstanden sind. Die zeigen sich ein bisschen, da wird das auch ein bisschen rauer. Aber sonst, Haarwäsche hat es überlebt und so. Ja, also bin zufrieden. Dann habe ich mir noch diese Farbe gekauft. Das ist so ein ja, helllila oder so. Oder eigentlich taubfarben. Sowas. Und dann habe ich hier noch einen. Das ist so ein schönes Pink. Und dann habe ich noch einen, weil es hier die Aktion gibt, 4 für 3. Und ich habe endlich einen weißen Nagellack. Ich hatte noch keinen, deswegen war jetzt einmal ein weißer Nagellack angesagt. Und ich gehe mal gleich weiter zu den anderen Sachen, die ich habe. Yves Rocher hat angerufen, das tun sie sehr gerne. Ab und zu rufen sie am Telefon an und fragen, ja, wollen sie vielleicht was kaufen, weil ja, es gibt gerade eine Aktion und so weiter und so fort. Und Treue wollen wir belohnen. Und heute gibt es minus 50% und so weiter. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr bei Yves Rocher ab und zu kauft. Ich kaufe mir dort nur mehr Sachen, wenn ich sie wirklich brauche. Und dieses Mal dachte ich mir, ich brauche diesen Pinsel. Das ist ein wirklich guter Pinsel. Ich würde sagen, der kommt eigentlich so gut an kaum was ran, weil er wirklich angenehm ist. Ich finde, man sollte den immer testen, den Pinsel, bevor man ihn kauft. Weil es gibt einen Pinsel, den ich gekauft habe, der hat so gekratzt und bei dem, wenn ich so drüber gehe, ist es echt angenehm. Und deswegen ein wirklich Top-Pinsel.
nichts an dem auszusetzen, wenn ihr etwas braucht, was nicht, was zwar verblendet, aber nicht zu großflächig ist, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Pinsel. Dann habe ich sie gefragt, ob es gerade Nagellacke gibt oder sowas. Dann dachte ich mir, ich kaufe mir so ein korallfarbenes Produkt halt und dann noch so ein Blau, einen blauen Ton. Jetzt habe ich so eine schöne Palette mit dem Pink und dem Taupe und dem Weiß, Türkis und mit dem Blau und mit dem Korall. Ich bin eigentlich gut versorgt für den Sommer und auch für die nächste Zeit wahrscheinlich. Dann habe ich hier das hier noch gekauft. Das ist ein porenverfeinerndes Serum, Gesichtsserum mit Baikal Helmkrautpuder. Das hatte ich schon einmal. Ich glaube, ich habe es auch in einem Video gezeigt. Und das hier beruhigt die Haut mit diesem Helmkrautpuder. Ich weiß nicht, ob es nur das Helmkrautpuder ist oder die ganze Zusammensetzung vom Produkt. Aber das hilft sehr, wirklich sehr gut bei gereizter Haut, bei Rötungen, bei Pickeln auch. Wobei, also ist für mich Schatt- und fettige Haut übrigens, also bei trockener Haut kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig reichhaltig ist. Also bei trockener Haut braucht man etwas, was wirklich die Feuchtigkeit wieder belebt. Und bei dem ist es halt nicht der Fall, also wirklich mit Schatt- oder fettige Haut. Und das hier hat sehr gut funktioniert. Wie aber bei dem anderen Serum, das ich euch auch gezeigt habe, im vorletzten Video oder sowas, ist es leider so, dass man nichts darüber auftragen kann. Also Foundation oder sowas oder großartig was drüber geben, funktioniert nicht so gut, da beginnt das wieder so Fussel zu bilden und das ist nicht gerade besonders schön, aber ich finde das Produkt sehr gut und da ich ja weniger Foundation verwende oder kaum mehr verwende, ist das halt wirklich ein Produkt, das ich sehr gerne wiederverwenden wollte, deswegen habe ich es gekauft und dazugelegt haben sie mir noch diese reichhaltige Creme, schöne Füße, das war eher so eine Überraschung. Ich habe, ja, dann noch nicht so viel zu sagen, ich hoffe, dass es gut funktioniert. Das waren die Produkte, die ich gekauft habe. In dem Müllersackerl war doch noch etwas drin, was ich euch noch schnell zeigen wollte. Das ist von Terra Naturi, also Naturkosmetik, und das ist diese Maske. Die fand ich sehr spannend, weil da stand jung und aktiv und das wollen wir alle sein. Und da war diese Acai-Beere, ich kenne sie noch nicht, und Algenextrakt. Und diese Kombination fand ich sehr ansprechend, deswegen habe ich die dann noch gekauft. Die Maske soll man 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und ich hoffe, dass sie gut funktionieren wird, gut wirken wird. Und das waren die Produkte. Jetzt ist es wirklich sozusagen vorbei mit dem Video und wir sehen uns nächste Woche wieder um 21:30 Uhr. Also bis dann. Tschüss.